Liebe Harmonika-Freunde, ein herzliches Grüß Gott aus Mollen. Heute dürfen wir euch das Modell Makassa präsentieren. Lieber Karl, was bedeutet Makassa? Was ist das? Makassa steht für Ebenholz. Dieses sehr dunkle, edle Holz wird auch im Instrumentenbau oder im Gitarrenbau verwendet. Und wir haben das jetzt eben erstmalig probiert, eben auch im Harmonikabau zu integrieren. Und wie gesagt, es entsteht dadurch ein sehr schöner, eigener Klang beim Spielen der Harmonika. Und wie gesagt, die Optik spricht, glaube ich, für sich. Was mir besonders auffällt, einen sehr schönen Kontrast machen eben diese Knöpfe zu diesem dunklen Ebenholz. Aus was für einem Material sind diese Knöpfe? Das sind echte Hirschhornknöpfe. Man sieht auch die Maserung, das heißt, es ist nicht jeder Knopf gleich, also nicht einer wie der andere. Auch auf der Bassseite sieht man diese echten Hirschhornknöpfe, die, sage ich jetzt einmal, in Verbindung auch mit dem schwarzen Balkstreifen, und innen hat man ja einen roten Balk. Das Ganze fügt sich, glaube ich, sehr harmonisch in das Gesamtbild der Harmonika ein. Leichtigkeit und hoher Spielkomfort zeichnet dieses Modell besonders aus. Wie ist diese Harmonika ausgestattet? Die Harmonika ist wie üblich mit Doppeltragriemen und dreifach verstellbar natürlich, mit Rückenverbinder, verstellbaren Bassriemen, dann mit diesen echten Hirschhornknöpfen und mit dieser Hochglanzlackierung ausgestattet, natürlich in Verbindung mit einem Rucksack oder einem Koffer. Sind Sie neugierig geworden? Kommen Sie bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Sie.